Wenn euch jemand sagt, er habe schon von allen Helden gehört, dann kennt er mich noch nicht. Wer ich bin? Theodor, der größte und mächtigste Eroberer von allen. Richtig jung und dynamisch. Niemand nennt meinen Namen ohne Angst und Schrecken. Na gut, ihr habt mich erwischt. Das hier bin ich. Ihr seid schon zurück? Moment, ich beeile mich. Halt! Wartet! Gab es dann irgendwelche besonderen Vorkommnisse, während ich auf Eroberung war? Nein, König Dietrich. Alles beim Alten. Schade. Die Rohstoffe werden knapp. In den Nachbarreichen gibt es bald auch nicht mehr viel zu holen. Ein schwacher Herrscher wird sich nicht lange halten können. Aber vielleicht haben wir ja heute Erfolg. Eine Neuigkeit gibt es doch. Die Türen habe ich austauschen lassen. Sind jetzt absolut schalldicht. Hallo! Hallo! Komm zurück! Niemand nimmt es auf mit! Vater, na endlich. Sag mal, Meister Hildebrand, gehört das so? Das ist völlig normal, wenn es etwas zieht. Deshalb heißt es ja Erziehung. Ja, dann macht schon. Nicht schummeln. Er ist immer noch abnormal. Ich kann auch dreimal pro Woche. Du wirst niemals in meine Rüstung passen. Das heißt, kein Turnier? Nicht für dich, Theo. Ich heiße Theodor, nicht Theo. Moment! Wo hast du das her? Ein altes Zwergenbuch, mein König. Ist uns irgendwie in die Beute gerutscht. Das kommt eindeutig in Behälter Nummer 3. Wenn du ein großer Eroberer werden willst, dann darfst du dich nicht mit Kleinkram abgeben. Nur was groß ist, ist gut. Was macht denn mein Schild hier? Der ist doch noch gut. Hier, den bringst du sofort zum Meister Hildebrand. Was mache ich bloß mit ihm? Besonders viel hat er ja nicht auf den Rippen. Ich werde ihn schlachten lassen. Und grillen, schön kross. Mit Sauce Bernese. In Ordnung, ich sage gleich dem Metzger Bescheid. Vater schickt mich. Was denn schon wieder? Den habe ich doch gerade erst ausgebeult. Dein Vater muss endlich besser auf seine Sachen aufpassen. Tollwut. Eindeutig Tollwut. Der darf auf keinen Fall eine Sekunde länger hier in der Stadt bleiben. Schaff ihn raus. Wer meldet sich? Was? So viele Freiwillige? Vater, ich mach das. Theo! Sehr gut. Immer dran denken, ein echter Eroberer kennt kein Pardon.
frei. Du kannst machen, was immer du willst. So kann es doch nicht weitergehen. Es ist jedes Jahr derselbe Mist. Seit ihr die Zwerge verbannt habt, gedeihen keine Pflanzen mehr. Alles verrottet. Großer, ehrwürdiger König, wir möchten euch nicht zu nahe treten, aber dass ihr die Zwerge verbannt habt... Ich sag doch den Haferpreis. Der Haferpreis beträgt über 100 Taler pro Kilo. 200 Taler pro Kilo Hafer. Womit sollen wir unsere Pferde füttern? Vielleicht fressen eure Pferde einfach zu viel. Oder ihr habt noch die Winterhufeisen drauf. Der Kraftfutterverbrauch steigt nämlich um das Doppelte, wenn man im Sommer noch Winterhufeisen drauf hat. Hildebrand schweigt. Aber stimmt doch. Wir haben keine Gewürze mehr. Alles schmeckt gleich. Beliebig. Gewürz doch einfach mit... Fleisch. Fleisch! Ich meine, es gibt doch nichts Besseres als Fleisch mit Beilage Fleisch. Das ist eine Beleidigung, eine bewusste Beleidigung. Und unser traditioneller Ernteschnaps, unser Obstler. Na dann brennt Fleischler. Und statt Lavendel-Duftsäckchen machen wir Fischsäckchen oder was? Holt die Zwerge zurück. Schluss jetzt mit dem Gerede. In meinem Königreich haben die Zwerge nichts mehr verloren. So leid es mir tut. Für ein Glas Honig. Von ihm meine Schuld, weil es kein Nektar mehr gibt. Fisch und jeden Tag nur Fisch? Wir wachsen schon Schwimme heute. Fleisch, Würste, hier, was für den König zu holen. Den in der Mitte? So seht, liebe Leute, ich, Wittig, war der Beste heute. Danke. Doch all ihr Leute, bleibet heiter, denn das Spektakel geht gleich weiter. Ey, Alter, den Korb mit den Gürteln, schnell. Jetzt mach schon, Nene, ich hab den nicht ewig am Wickel. Gib schon hier. Ich habe hier auf jeden Fall Zaubergürtel für euch alle. Wer dies trägt, so schaut gut her. Der hat Kraft von einem ganzen Heer. Das hat sich jetzt aber nicht ordentlich gereimt. Das ist doch nur für den Effekt. Jetzt halt! Ich will nicht länger fabulieren, sondern euch gleich demonstrieren. Werter Herr, nicht so schüchtern. Dieser Gürtel schaut, oh Wunder, wirkt auf diesen Mann wie Zunder. Ho! Nochmal! Ho! Und nochmal! Ho! Diesen Gürtel, nein, die gibt's nicht für 1000 Taler. Den gibt's für 100! Oh. Stimmt so. Oh. Halt! Das ist Betrug! Da ist doch was manipuliert! Glaubt ihm kein Wort! Es gibt keine magischen Kraftgürtel. Wie ich sehe, darf der Königssohn heute rauskommen? Ein bisschen spielen?
Der schießt doch bei jedem bis ganz nach oben. Egal ob mit Gürtel oder ohne. Naja, dann pass mal auf. Wenn die Glocke wirklich bei jedem klingelt, so bei so einem Zwerg wie dir. Nun gut, dann will ich ein Betrüger sein. Aber wenn nicht, dann bekomme ich deinen Gürtel, Vetter. Hast du das verstanden? Hm? Worauf wartest du? Gräfin Semilde ist sicherlich auch schon ganz gespannt. Zu schade, dass der König seinen eigenen Sohn nicht zu eurem Turnier angemeldet hat. Es war ihm wohl zu peinlich. Mach's nochmal. Vielleicht doch lieber mit Zaubergürtel, hä? Bekommst doch einen Taler Freundschaftsrabatt. Hört schon auf zu lachen. Ihr werdet schon noch sehen, was ich kann. Wie soll das gehen? Ich werde trotzdem am Turnier teilnehmen. Und dann zeige ich's euch. Mein Gürtelvetter, Spielschulden sind bekanntlich Ehrenschulden. Mach schon. Vielleicht sollte der Königssohn mehr Leber knödeln lassen, ne? 4 Wochen hat er ja noch. Ist es einfach nicht besser. Magst du mir vielleicht beim Kirschsaft helfen? Was ist? Dein Bruder muss diesen Flegel wirklich besser erziehen. Was hat er denn diesmal Theo getan? Was soll nur aus ihm werden, wenn er sich immer alles gefallen lässt? Das wird schon auf mit ihm. Mach dir mal da keine Sorgen. Du wirst mal so werden wie dein Vater. Groß und kräftig. Stimmt's, Theo? Ja, in diesem Jahr war die Kirschernte viel üppiger als zuvor. Haben wir alles unseren Gärtnern, den Zwergen, zu verdanken. An deiner Stelle würde ich den Kerl nicht über den Weg trauen. Warum nicht? Kreaturen, die mit Pflanzen sprechen. Ich weiß nicht. Schau sie dir an. Unser Königreich braucht sie. Ohne Zwerge. Keine Pflanzen. Ja. Trotzdem, man kann bei ihnen nicht vorsichtig genug sein. Genau aus diesem Grund hat unser Vater nicht dich, sondern mich zum König erkoren. Weil von uns beiden du immer der Misstrauischere warst. Dietrich. Tödliche Tollkirschen. Sie haben sie unter die Ernte gemischt. Und ich habe den Zwergen vertraut. Wie konnte das nur passieren? Sie hatten es sicher auf den König abgesehen. Ein Jammer, dass die Königin den ersten Schluck genommen hat. Ich will ihn nie wieder in meinem Leben einen Zwerg sehen. Sie soll für immer und ewig aus meinem Königreich verbannt sein. Thank you.
bist ja ein Zwerg. In erster Linie bin ich ein Lebewesen und wohne hier schon länger, als du laufen kannst. Du bist Laurin. Du warst mal König der Zwerge. Zum tausendsten Mal. Es heißt nicht Laurin, es heißt Lauri. Mit Betonung auf dem Au! Genau. Ich schaff das schon. Bitte? Ganz wie du meinst? Immer noch besser, als sich von einem Zwerg helfen zu lassen. Laurin, ich hab's mir vielleicht doch anders überlegt. Spät. Aber ich bin Theodor, der Sohn des Königs. Theo? Dann erst recht nicht. Wir waren unschuldig. Unschuldig. Dein Vater hat uns ohne Grund verbannt. Zieh mich hoch. Ich werde dich dafür auch angemessen bezahlen. Lass mich horten. Silber, Gold und Edelstein. Ja, genau. Zwergengold habe ich den ganzen Keller voll. Ja, dann eben mit was anderem. Was willst du für mich tun? Du bist doch nur ein Mensch. Wobei? Warte mal. Du tust alles, was ich will? Versprochen. Alles? Schwöre! Ich schwöre! Aber nicht, dass du jetzt hier die Finger überkreuzt. Wie machst du das? Frag mich, komm. Hey! Na warte. Wollen wir nicht lieber woanders fragen? Ich habe hier einen Beutel voller Silber. Was soll da schon schief gehen? Bin gleich wieder da. Frag dich nur, ob tot oder lebendig. Dicke Mauern, Schießscharten, Zugbrücken. Was du da vorhast, das wird nicht billig. Ich will nur mal die Besten. Und ihr, Amelieten, seid die Besten. Das ist richtig. Aber das heißt noch nicht, dass du uns bezahlen kannst. Ein Angriff auf die Königsburg, das kostet was. Das weiß ich doch. Und wenn ich erstmal der neue König bin, dann mache ich euch alle, ja? Zu meiner persönlichen Leibgarde. Ja! Das hat uns dein Vater Wolfram auch versprochen. Nur zu blöd, dass er nicht so alt geworden ist wie der Schnaps, den er immer gesoffen hat. Na, was sagt er? Ja, dann geh mal her. Wir haben ihn. Dem habt ihr es aber ordentlich gezeigt. Gefällt mir. Was hat er denn angestellt? Verarschen wollte er uns. Wollte uns mit Silbermünzen bezahlen. Mit Silber. Wo doch die ganze Welt weiß, dass wir Ameliten nur für Gold arbeiten. Dann kapiert ihr das endlich. Was nichts kostet, ist nichts wert. Was nichts kostet, ist nichts wert. Wo war ich denn geblieben? Ja! Wegen der Anzahlung. Genau. Wenn ich mir das so recht überlege, also ein Sack Gold, ja, für Krieger eurer Güte, ist doch viel zu wenig. Lasst mich doch mal kurz nach draußen, weil da habe ich noch mehr. Ich meine, bei der Kampferfahrung und eure Waffen, immer das Neueste vom Neuesten. Und ihr habt sicherlich auch hohe Kosten für Weiterbildung. Ach ja! Ich will nichts hören. Halt bloß die Klappe. Preise sind das heutzutage, ja? Gold! Die arbeiten nur für Gold! Ich darf mir nichts sagen, aber vielleicht liefen sie das hier weiter. Sie mir das Turnier? Na und? Die Alte interessiert mich nicht. Da gibt es ja nicht nur eine Frau zu gewinnen. Nee.
Da gibt's auch eine Truhe Gold. Vielleicht hat er deshalb. Aber wie konnte er nur? Ohne meine Erlaubnis. Und vor all diesen Leuten. Theo, was ist denn bloß in dich gefahren? Du bist doch noch viel zu jung für so ein Turnier. Naja, ihr wart ja auch erst 3 Jahre, als ihr eure erste Burg erobert habt. Hildebrand, das war eine Sandburg. Aber es war eine Burg. Und diese Sabine scheint ja wirklich eine gute Partie zu sein. Semilde. Sepele, sag ich doch. Ach, du hättest doch damit noch ein paar Jährchen warten können. Ja, aber ich bin doch schon 16. Jeder Mann hat sein erstes Turnier mit 16. Ein Mann schon. Was machen wir denn jetzt bloß? Wenn der Hammer stimmt, kriegt man noch alles zurechtgebogen. Auch ein Stück Weichkäse. Ja. Meister Hildebrand wird dir Nachhilfe geben. Hier bin ich. 10 Minuten vor der Zeit sind des Siegers Pünktlichkeit. Na, das kann ja heiter werden. Immer bis ganz nach oben. Und drücken, drücken, jawohl, so ist gut. Bis ich wieder hier bin, machst du noch 5 Serien, immer 2 Dutzend. Mädchen. Meister Hildebrand, seid ihr das? Nicht was versprochen. Mir kam was dazwischen. Ja, die Jugend heutzutage. Nie habt ihr Zeit. Lasst mich raten. Montags Hafenunterricht, Dienstag Blockflötenunterricht, dann Faustball, Lateinvokabeln. Ja, genau. Entweder du hältst dein Versprechen. Oder irgendwann bleibt dir die Luft ganz weg. Heute Nacht, in den bleichen Bergen, und kein Sterbenswörtchen, zu niemandem. Dass diese Anfänger immer gleich übertreiben müssen. Was riecht denn hier so nach Fisch?
Schnecken. Sind überall. Und den machst du mir jetzt voll mit den kleinen Biestern. Was? Dir passiert schon nichts. Unkraut vergeht nicht. Wo willst du hin? Es wird schon bald hell. Meister Hildebrand schöpft. Morgen sehen wir uns wieder. So geht das nicht. Hierher. Bleib doch stehen. Oma, komm. Ein bisschen, ne? Was habt ihr denn? Sieht aus, als wäre er gegen irgendwas allergisch. Wahrscheinlich gegen Gräfin Semilde. Komm jetzt. Sieht wirklich nicht gut aus, Junge. Es können leichte Nebenwirkungen sein, daran hatte ich nicht gedacht. Leichte Nebenwirkungen? Ich hab voll die Allergie. Warte mal. Hat man meine billige Arbeitskraft? Oder geht sie gleich am ersten Tag kaputt? Wer sagt mir denn, dass das nicht vergiftet ist? Ein für alle Mal. Ihr Zwerge wollen euch Menschen nichts Böses. Lass, trink schon. Oder willst du, dass es noch schlimmer wird? Funktioniert. Ich lebe doch noch. Lauren? 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 Ist das ein Baum? Nein, das ist ein Fensterbrett. Natürlich ist das ein Baum, ein Zwergenbaum. Wird er mal groß, wenn er fertig ist? Nein, er bleibt so. Was aber nicht heißt, dass er sich nicht ein Leben lang entwickelt. Er ist alles, was mir noch geblieben ist. Seit dein Vater mein Volk vertrieben hat.
hätte deiner Mutter niemals was angetan. Sie war eine gute Frau. Du kanntest sie? Oh ja. Hat sich immer gut um uns gekümmert. Sie hat einen grünen Daumen. Fast schon wie ein Zwerg. Du musst deinem Vater sagen, dass wir unschuldig sind. Wie soll ich das denn machen? Mein Vater nimmt mich doch nie ernst. Schau mich an. Ich bin krank. Und alt. 150 Jahre alt. Ich brauche jemanden, der sich um meine Pflanzen kümmert. Stirbt ein Garten, stirbt auch ein Zwerg. Was? Wieso das denn? Damals, als in den Minen das Gold versiegte, entdeckten die Zwerge eine magische Rose. Sie verlieh uns das wunderbare Talent zu gärtnern. Und bald war das ganze Land grün und lebendig. Die Rose jedoch war verwunschen. Und Zwergen geht es nur gut, wenn es auch den Pflanzen gut geht. Und den Pflanzen geht es nur gut, wenn es auch den Zwergen gut geht. Das heißt, das Schicksal der Zwerge ist mit dem der Pflanzen verbunden. Deshalb wächst in unserem Königreich nichts mehr. Was wurde aus dieser magischen Rose? Mein Ur-Urgroßvater hat sie in Sicherheit gebracht und ihr Versteck in einem Buch festgehalten. Das wurde uns aber vor vielen Jahren gestohlen. Niemand weiß mehr, wo diese Rose zu finden ist. Ein Buch, sagtest du? Hm. Aber eine Sache verstehe ich noch nicht. Wenn ihr das nicht wart mit den Tollkirschen, wer war's dann? Bald ist es soweit, Männer. Dann werde ich das zu Ende bringen, was mein Vater begonnen hat. Er war der Ältere von den beiden. Er hätte König werden sollen, nicht Onkel Dietrich. Ja, nichts kann mich mehr aufhalten. Auf dem Marktplatz hat der Porter nichts mehr verloren. Eine Unverschämtheit ist das. Er kann froh sein, dass er mein Neffe ist. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wusstest du, dass er gefälschte Kraftgürtel verkauft hat? Ist nicht wahr. Der Schwindel ist aufgeflogen, als der alte Fischer seine Frau hochheben wollte. Hat jetzt einen ziemlich bösen Hexenschuss. In meinem Königreich dulde ich keine Betrüger. Die geheimen Aufzeichnungen meiner Vorfahren. Die Legende der ersten Rose. Davon sind einst alle Rosen hervorgegangen. Oh, schau mal, hier ist eine Gatte. Hier steht, wo sie zu finden ist. Im Berg. Der Ahnen. Sie suchen mir. Dann kriegst du deinen Garten wieder. Wir müssen vorher aber alle Nacktschnecken raus. Und das Unkraut. Nee, da gehe ich nicht mehr rein. Warte mal. Ich hab da was für dich. Hier muss irgendwo sein. Hat mir früher auch immer einen Hagebuttentee gemacht, wenn es mir schlecht ging. Daraus kann man aber nicht nur Tee machen, sondern auch ziemlich gutes Juckpulver. Das ist ja meine alte Rüstung. Hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber tut immer noch ihren Dienst. Theo, hast du mir überhaupt zugehört? Was machst du bloß immer nachts? Das hier
ist ein Schild fürs Turnier. Mit einem ganz eigenen Kampfspruch. Ja, aber wieso denn immer auf Latein? Theo, das ist die Sprache der Zukunft. Auf die wartet noch eine ganz große Karriere. Auf der ganzen Welt wird man sie irgendwann sprechen. Theo? Eingeschlafen? Ja, mitten im Unterricht. So kann es nicht weitergehen. Bis zum Turnier sind es nur noch 5 Tage. Tja, in dem Alter. Das müssen die Hormone sein. Was soll denn da noch helfen? Blutwurst? Ja! Na los! Die kriegst du jetzt 3-mal täglich. Morgens, mittags und abends. Geht's voran? Mit Werkzeug wäre ich schneller. Schon besser. Jetzt hol schnell die Karte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein Geheimnis für dich bewahren? Das ist ein magischer Kraftgürtel. Verleiht einem die Kraft von 12 Männern. So was gibt's wirklich? Gehört aber mir. Also Finger weg. Thank you.
Wir müssen nach Süden. Ja, und wo liegt's jetzt? Wart mal. Meine Mutter hat mal gesagt, dass die Seite, auf der das Moos wächst, immer die Nordseite ist. Also da lang. An dir ist ja ein Gärtner verloren gegangen. Da drüben. Ihn zurechtstutzen, wie du willst. Er hat trotzdem seinen eigenen Kopf. Das macht ja sogar Spaß. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schenke dir meine Rüstung. Aber es ist doch deine. Ich habe doch meinen Kraftgürtel. Und einen Tarnmantel. Ich bin unbesiegbar. Weißt du was, Laurin? Vielleicht will ich gar kein Eroberer mehr werden. Gärtner sein ist viel besser. Da kann man was erschaffen. Als Eroberer zerstört man nur. Theo, wo steckst du denn? Es ist Mittwoch, du müsstest schon längst auf der Streckbank sein. Vergiss die Streckbank. Ich habe jetzt meine eigene Rüstung. Wo hat er nun die Rüstung her? Ich weiß es auch nicht. Aber neulich lag in der Schmiede allerhand Werkzeug und Metall rum. Wahrscheinlich hat er da... Theo? Niemals. Wenn der schmieden könnte, dann wüsste ich das. Vater, weißt du, es ist so. Du wolltest ja immer, dass ich so werde wie du. Aber eigentlich will ich viel lieber Gärtner werden. Nein, anders. Ich weiß, ich bin ein einziger Sohn, aber auch nicht gut. Ach, ich sag's ihm einfach. Ich mache mir große Sorgen, Meister Hildebrand. Und das Turnier steht vor der Tür. Er ist so klein und schwach. Theo ist und bleibt ein Versager.
Was ist das bloß für ein Sohn, der seinen Vater nicht glücklich machen kann? Könnte er nicht ein anderer sein? Für diesen einen Tag? Ich habe gemacht, was ich konnte, aber ich kann nun mal nicht zaubern. Vetter, ich wollte dir noch alles Gute wünschen fürs Turnier. Frieden. Bevor du ein Turnier gewinnst, stellt sich hier heraus, dass die Erde eine Kugel ist. Ich mach dich fertig. Irgendwann werden die Jungs nicht mehr älter. Sie wachsen nur noch. Ach, nicht so lahmarschig. Jetzt hau ihm halt eine. Oma, was denn? Was ist, wenn der Falsche gewinnt? Wer gewinnt, ist nie der Falsche. Aber ich kenne diese Männer doch gar nicht. Zuerst heiratet man seinen Mann. Und dann lernt man sich kennen. Das war schon immer so. So, nur die fähigsten und talentiertesten aller Männer. Ja, und der Sohn des Königs. Meine Rücken! Bitte! Oh Gott. Kommen wir nun zur ersten Disziplin. Der rotierende Roland. Bei diesem Lanzengang geht es um Kraft und Genauigkeit. Wer am meisten Umdrehungen schafft, der gewinnt. Aber seid gnädig. Dem Roland wird leicht schwindelig. Leicht ist gut. Bei Risiken und Nebenwirkungen wendet euch an mich. Harald, den Herold. Die Spiele mögen beginnen. Und der Stärkere gewinnen. Als nächster reitet Hunibert von Hohenstein. Das hat gesessen. Wie kannst du das nur gut finden? Als nächstes folgt Wittig von Gütersloh. Sohn von König Dietrich.
Als nächste Disziplin folgt der Zwergenweitwurf. Der weiteste Wurf zählt. Bitte! Der nächste. Qualifikations durch den hinter uns haben, kommen wir zum Finale. Das Just. Es kämpfen die beiden Erstplatzierten Recke Wittig gegen Recke Theodor. Mein Sohn, ein Sieger! Ja. Es geht doch nichts über regelmäßige Nachhilfe. Und Blutwurst, mein König. Vergesst mir nie die Blutwurst. Theo, wir hatten schon gedacht, bei dir hilft gar nichts mehr. Wir hatten schon Angst, du seist bei deiner Geburt mit einem Zwerg ausgetauscht worden. mein Gott, diese hässlichen Nasen! Oh, diese Froschaugen! Findest du dich auch, Theo? Oh ja, und dieser Geruch, oh, ganz schlimm. Kommt, mein König. Mir scheint, wir brauchen neuen Wein. Der alte war wahrscheinlich aus Fallobst. Kleine Mistkerl hat einen Zaubergürtel. Ich dachte, wir sind Freunde. Aber ich hätte doch sonst nie gewonnen. Gewinnen. Erobern, der Beste sein. Immer geht's euch mit Schuhe darum. Ja, mit meinem Gürtel. Jetzt mach schon! Die Milde soll wissen,
wer du wirklich bist. Und wenn du denkst, du hast sie verdient, dann hol sie dir wieder. Kommen wir nun zur Siegerehrung. Einspruch! Das ist Betrug! Da ist doch was manipuliert! Was redet ihr denn da? Theo trägt einen Zaubergürtel. Hast du es immer noch nicht begriffen? Es gibt keine Zaubergürtel. Doch. Er hat ihn genau hier. Mit drunter. Nix. Aber der war doch noch gerade... Es scheint, ihr seid heute einmal zu oft auf den Kopf gefallen. Aber ich hab's doch genau gesehen. Bitte ich. Schweig. Hey, das könnt ihr nicht machen. Der Kerl ist ein Betrüger. Nach dieser kurzen Unterbrechung fahren wir nun fort. Recke Theodor, ihr dürft jetzt eure Trophäe küssen. Muss das sein? Ja. Theo! Nur ein Zwerg gewesen sein. Ich dachte, die wären alle verbannt. Der steckt bestimmt in der alten Mine. Jetzt hilft nur noch ein Eroberungszug. Ich regel das. Du kannst ihn doch nicht alleine attackieren wollen. Das machen wir gemeinsam. Vater und Sohn. Unser erster gemeinsamer Kampf. Und wenn der Zwerg gar nicht schuld war? Was redest du denn da? Der hat deine ehrlich erkämpfte Frau entführt. Wo kann man sich hier eintragen? Wir kämpfen natürlich mit. Schau dir mal den Wittich an. Obwohl er heute einen schlechten Tag hatte, kämpft er mit. Das ist wahre Königstreue. Wieso sind es immer die Idioten, die sich freiwillig für den Kriegsdienst melden? Hm? Nach Sonnenuntergang reiten wir los. Es reicht ja nicht, dass man sich als Frau nicht mal seinen Mann selbst suchen darf. Nein, jetzt wird man auch noch entführt. Ich pack's einfach nicht. Du solltest mir dankbar sein. Theo ist gar nicht so stark, wie du denkst. Es ist mir völlig egal, was es ist. Muss man deshalb eine Frau entführen, oder was? Ihr Männer glaubt wohl, ihr könnt euch alles erlauben. Hallo, Rapunzel, ich bin der Prinz, ich befreie dich. Oh, Dornröschen, ich küsse dich und dann wachst du wieder auf. Die wäre nach 100 Jahren davon allein wieder aufgewacht. Sie braucht doch keinen Mann dafür. Theo! Warum müssen Kinder immer so finster dreinschauen, wenn sie mal was mit ihren Eltern unternehmen sollen? Komm schon. Ausgehen. Ich prüfe, ob die Luft rein ist. Ihr könnt die Ausgänge sichern. Das ist mein Sohn. Wahrer Kampfgeist. Schon klar. Und jetzt kommt der Held, der mich befreien soll. Du musst jetzt mitspielen.
Wir gehen da raus zu meinem Vater und sagen ihm, ich hätte den Zweck schon erledigt. Was ist hier los? Dauert das zu lange? Ich gehe da jetzt rein. Vorsicht! Das ist ein zwergischer Goldzaun. Den darf man nicht mit... Eigentlich war es meine Schuld, dass er dich entführt hat. Deine Schuld? Ich habe nämlich seinen magischen Kraftgürtel gestohlen. Was? Was hast du da gesagt? Lass uns allein. Magischer Kraftgürtel? Heißt das, du hast beim Turnier betrogen? Vorsicht! Vorwärts! Einmal, dass du stolz auf mich bist. Aber nicht so. Achtet genau auf die Bewegung der Rosen. Dann sehen wir, wo er sich versteckt hat. Rosen haben dich verraten. Dass sie geleuchtet haben. Ich befehle euch, dass sie nie wieder leuchtet. Weder am Tag noch in der Nacht. Sperrt ihn in den Pranger. Und nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Nein, Vater, bitte nicht. Für die Amoliten sein. Sie werden den König fertig machen. Nicht nur das, auslöschen werden sie ihn. Kommt ja keiner an, dass meine blöde Tante den Tollkirschsaft trinkt. So, das war vielleicht das Gold. Turniergold. Und außerdem
kommt hier noch ein Drittel von all dem, was wir in König Dietrichs Schatzkammer finden werden. Hm? Ja, so mag ich's. Warte mal. Warum denn nur ein Drittel? Wir wollen mehr. Wir wollen mindestens ein Viertel. Ja! 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 Ach so, jetzt verstehe ich. Gut, weil ihr es seid, bekommt ihr sogar ein Fünftel. Jemand! Oder ein Sechstel! Was sage ich denn eigentlich? Warum nicht gleich ein Zehntel? Abgemacht! Ein Zehntel für uns. Aber wie ist es weniger? Macht euch da mal keine Sorgen. Die Armeliten? Was? Die Armeliten greifen an! Sie sind grob und dumm. Die schlimmste Kombination überhaupt. Wenn die hier einfallen, sind wir verloren. Warnt die Truppen. Beeilt euch, Meister Hildebrand. Bereitet die Katapulte vor. Was war das denn? Ich würde sagen, das Katapult ist morsch. Und warum habt ihr es morsch werden lassen? Es waren doch nie frische Bäume da. Also, solche Steine sind viel zu schwer für das alte Ding. Und jetzt? Wo willst du denn hin? Ich muss Vater warnen. Die Armeliten. Da kommst du zu spät. Die sind schon unterwegs. Aber wir haben doch Katapulte. Nur leider keine, die Steine abfeuern können. Verdammt. Wittig, dieser Verräter. Was habt ihr bloß immer mit Wittig? Der Kerl juckt mich einen feuchten Dreck. Das ist es. Das ist was? Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich ihn aufhalten kann. Müsste sie irgendwo sein. Aber wo ist sie doch? Da draußen kommt eine ganze Armee auf uns zu. Lass mich einfach mal machen. Das ist doch Kleinkram, Theo. Da muss man doch größer denken. Nicht größer, Vater, kleiner. Nur weil man größer ist, ist man jemandem noch lange nicht überlegen. Komm, lass uns lieber das Tor sichern. Jawohl, mein König. Männer! Für den Dreck haben wir nicht unterschrieben, du kannst mich mal! Wollt ihr mich einfach im Stich lassen, oder was? Was kratzen mich deine Probleme, hä?
Richtung, Leute! Richtung! Verlässt man sich auf andere, ist man verlassen. Mach ich sie mal alleine. Und das war für den schlechtesten Küster der Welt. Gut gemacht. Wie sind wir los? Was, Theodor? Warum grinst du? Du hast zum ersten Mal Theodor gesagt. Ja. Vater, es waren Wittig und Wolfram, die damals die Tollkirschen unter die Ente geschmuggelt haben. Was? Mein eigener Bruder sollte Dorothea umgebracht haben? Er wollte gar nicht Mutter töten. Er hat es auf deinen Königsthron abgesehen. Dann habe ich ja in all den Jahren den Zwergen Unrecht getan. Lauri? Es wird alles wieder gut. Ist es nicht. Du darfst nicht sterben. Juckpulver. Juckpulver? Ja, Hagebutten. Hagebutten. Ja klar, das sind die Früchte der Rose. Und sie leuchten. Obwohl ich befohlen habe, dass nie wieder eine Rose leuchten soll. Weder am Tag noch in der Nacht. Da hast du wohl die Dämmerung vergessen. Deine Mutter und ich wussten immer schon, dass aus dir mal was Großes wird. Ein großer Eroberer. Da gibt es aber etwas, was ich viel lieber werden möchte. Ah ja? Ich habe einiges gut zu machen. Deshalb soll es ab sofort zwei Könige geben. Mich und König Laurin. Was das Turnier betrifft, da beim letzten Mal einiges durcheinander geraten ist, habe ich beschlossen, in Zukunft überhaupt keine Turniere mehr zu veranstalten. Aber wie soll eine Frau denn sonst ihren Mann kennenlernen? Die Zwergenbäumchen wurden zu einem großen Exportschlager. Vor allem in Japan. Die Zwerge kamen aus der Verbannung zurück. Und bald hatte jeder wieder seinen eigenen Garten. Und Laurin bekam sogar seine eigene Heldenstatue.
Also, ich weiß ja nicht. Mit der Mütze, das ist doch affig. Und es sieht mir ja noch nicht mal ähnlich. Das... Die Sage von König Laurin und mir sollte man sich noch viele, viele Jahre erzählen. Denn unser Königreich tauchte sich von nun an, jeden Tag bei Dämmerung, in ein magisches Licht. Man nannte es fortan das Alpenglühen. Ach ja, und falls ihr euch fragt, was aus Wittig geworden ist... Oh. One single seed can burst all the mountains. One single thought will show you where to go. In your head there are no limits and no boundaries, and you owe yourself to be the best that you can grow. Single dream is more than you.